Bevor wir das Leben von Majorian und seine epischen Taten erkunden können, möchte ich zunächst einen anderen wichtigen Kaiser erforschen, den ich zusammen mit Majorian als den letzten guten Kaiser des Weströmischen Reich betrachte. Procopius Santamius. Er ist weitaus unbekannter als Majorian, der selbst weniger bekannt ist, als er verdienen würde. Daher müssen wir uns auch die Taten von Anthemius ansehen, diesem recht ungerecht obskuren weströmischen Kaiser, der vom Osten in der dunkelsten Stunde geschickt wurde, um den Ruhm Rom wiederherzustellen. Es war eine dunkle Zeit für das Imperium. Unser Heldenkaiser Julius Valerius Majorianus, allgemein bekannt als Majorian, wurde im Jahr 461 nach Christus von dem bösen Barbaren Magister Militum Requimer in einer der abscheulichsten Taten, die der Menschheit bekannt sind, brutal verraten. Nachdem es Majorian fast gelungen war, das Weströmische Reich zu seinem früheren Ruhm zurückzuführen, wurde er von Verrätern betrogen, die seine Flotte von Schiffen niederbrannten, die im Hafen von Portus Iliquitanus in Neukarthago vor Anker lag und möglicherweise die Rückeroberung Afrikas ermöglicht hätte. Aber es sollte nicht sein. Auf dem Rückweg nach Italien wurde der edle Kaiser dann in einem zweiten, noch brutaleren Verrat von seinem vermeintlichen alten Freund Requimer hinterrücks erstochen, der dann sein wahres Gesicht zeigte. Und als Majorian starb, starb auch die letzte Hoffnung, des Weströmisches Reich wiederhergestellt zu werden. Oder doch nicht? Nun, es ist wahr, dass alles, was Majorian geplant und erobert hatte, in den Jahren nach seinem Tod schnell rückgängig gemacht wurde. Sein Nachfolger, der Kaiser Libio Severus, war effektiv nur ein Marionettenkaiser von Requimer und hatte keine wirkliche Macht. In den 4 Jahren der Herrschaft von Libio Severus wurde alles, was Majorian erreicht hatte, rückgängig gemacht. Seine Reformen wurden ignoriert, die Westgoten hatten Spanien wieder zurückerobert und die Situation sah fast so schlimm aus wie vor Majorians epischen Eroberungen. Aber das Verhältnis von Requimer zum damaligen oströmischen Kaiser Leo Brabantad war schlecht, weil Leo Brabantad Severus nicht als rechtmäßigen weströmischen Kaiser akzeptierte. Es wird daher angenommen, dass Requimer beschloss, Severus loszuwerden, um Platz für einen Kaiser zu schaffen, der vom Osten akzeptiert werden würde. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dies nicht zu 100% bewiesen ist. Ich sage offen, dass ich Requimer nicht mag. Immerhin hat er möglicherweise einen der besten Kaiser aller Zeiten getötet und viele andere abscheuliche Taten begangen, aber es kann nicht bewiesen werden, dass er Severus getötet hat. Sidonius Apollinaris schrieb zum Beispiel, dass Libio Severus einen natürlichen Tod starb, aber dann schrieb Cassiodorus wiederum, dass Requimer Severus vergiftet hatte. Aber was wir wissen ist, dass nach dem Tod von Severus Leo Brimaen jemanden in den Westen schicken würde, der die allerletzte Hoffnung auf Wiederherstellung des Weströmisches Reich sein würde. Ein Mann namens Procopius Anthemius, der ein Nachkomme eines anderen Procopius war, der nichts anderes als der Cousin des legendären Kaisers Julian selbst war, ein Usurpator gegen den unfähigen Kaiser Valentin. Wenn Procopius es nur geschafft hätte, Valentin zu usurpieren, hätte die Geschichte vielleicht ganz anders verlaufen können. Wir würden also sehen, wie ein entfernter Verwandter von Julian selbst versucht, die Herrlichkeit Rom auf die gleiche Weise wiederherzustellen, wie Julian selbst es einige hundert Jahre zuvor versucht hatte. Bitte liken und abonnieren Sie, um zukünftige Videos zur späten römischen Ära nicht zu verpassen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auf Patreon oder durch eine YouTube-Mitgliedschaft, denn die Nachhaltigkeit dieses Kanals hängt von Ihrer Unterstützung ab. Wie Sie sich vorstellen können, behandelt YouTube ein Nischenthema wie das späte Römische Reich nicht besonders großzügig. Für langfristige Nachhaltigkeit brauche ich Ihre finanzielle Unterstützung über Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft, so schwer es mir fällt, das zu sagen. Glücklicherweise haben wir bereits großzügige Unterstützer und ich danke Ihnen unermesslich für Ihre Unterstützung unserer Arbeit. Ernsthaft, meine Frau und ich danken Ihnen von ganzem Herzen, jedem von Ihnen, der diesen Kanal unterstützt. Und wir haben sogar einen neuen, hochrangigen Unterstützer, nämlich Sobek, Herr der 4 Ecken, der diesen Kanal als Caesar unterstützt. Danke für Ihre Unterstützung, Sobek.
Majorian dankt für die Unterstützung seines benannten Kanals. So war es also Anno Domini 467, dass der östliche römische Hof von Leobamen Aetzen Procopius Anthemius in den Westen schickte, und er würde in diesem selben Jahr in Rom, der ewigen Stadt selbst, ankommen. Im Gegensatz zu vielen Kaisern vor ihm würde er nicht wählen, in Ravenna oder in Mediolanum zu wohnen, sondern er nahm seinen Wohnsitz in Rom. Tatsächlich, vielen unbekannt, besonders in den späteren Jahren des Weströmischen Reich, hatte Rom es geschafft, öfter als nicht als kaiserliche Hauptstadt wieder aufzutauchen, etwas, worüber ich in diesem Video hier spreche. Anthemius stellte die alte kaiserliche Münzprägeanstalt wieder her und nahm seinen Wohnsitz in dem Palastkomplex der alten Kaiser auf dem Palatinhügel, der noch funktionsfähig war, und von den Schäden, die er bei den beiden Plünderungen Rom von 410 und 455 erlitten hatte, repariert worden war. Dennoch war Rom natürlich nach diesen beiden Plünderungen nicht mehr so prächtig wie zuvor. Ich habe in diesem Video hier über den Zustand von Rom zu dieser Zeit gesprochen. Anthemius hatte mehrere Probleme zu bewältigen. Sein größtes Problem war das gleiche, mit dem Majorian konfrontiert war, nämlich die Vandalen, die immer noch Afrika besetzten, die Kornkammer des Weströmischen Reich und die reichste Provinz, die folglich eine äußerst wichtige Steuerbasis war. Das Überleben des Weströmischen Reich hing von der Rückeroberung Afrikas ab. Das andere Problem waren die wiedererstarkenden Westgoten, die sich nach ihrer entscheidenden Niederlage durch Majorian und ihrer Herabstufung zum Föderati-Status wieder ausgebreitet hatten. Glücklicherweise hatte Anthemius im Vergleich zu Severus sehr gute Beziehungen zum Osten. Tatsächlich ist Anthemius der letzte westliche Kaiser, der in östlichem Recht verzeichnet wurde. Es wird auch manchmal angenommen, dass er ein heimlicher Heide war. Es gibt einige Anzeichen dafür, obwohl es nicht vollständig bewiesen werden kann. Zum einen ließ er eine Münze prägen, die einen Bezug zu Herkules aufweist. Dann umgab er sich mit Heiden. Sein General, der Comus Marcellinus, war ein Heide. Und der städtische Präfekt von Rom, der Praefectus Urbi Messius Phoebus Severus, ebenfalls ein guter Freund von Anthemius, war auch ein Heide. Und dann hatte Anthemius an der neuplatonischen Schule in Alexandra unter Proklos studiert. Und Marcellinus und Messius Phoebus Severus waren Kollegen von ihm, die dort auch studiert hatten, wo er sie wahrscheinlich kennengelernt hat. Und dann planten laut Damaskus, einem der letzten Neuplatoniker, einem Heiden selbst, Anthemius und sein Freund Messius Phoebus Severus, sogar eine heidnische Wiederbelebung in Rom. Anscheinend bereiteten sie sich darauf vor, die alten Tempel wieder zu öffnen, die Theodosius etwa 72 Jahre zuvor zwangsweise geschlossen hatte. Zuerst und vor allem planten sie anscheinend, den Tempel des Jupiter Optimus Maximus wiederherzustellen und die Schäden zu reparieren, die er bei der Vandalenplünderung erlitten hatte. Ob diese Dinge wahr sind oder nicht, werden wir nie mit Sicherheit wissen. Es ist jedoch absolut faszinierend, dass der Heidentum anscheinend immer noch stark war, sogar zu dieser späten Zeit. Etwas, das wir in diesem Video hier diskutiert haben. Aber bevor er versuchen konnte, die alten heidnischen Riten in Rom wiederherzustellen, wenn es stimmt, musste er seine Macht erhöhen und die Rückeroberung Afrikas würde genau das tun. Bereits 467 organisierte Anthemius eine von Marcellinus geführte Expedition gegen die Vandalen, aber aufgrund schlechten Wetters musste die römische Flotte die Operation abbrechen. Im Jahr 468 würde Anthemius den nächsten Versuch organisieren, aber diesmal zusammen mit dem Osten, und das Oströmische Reich, das die höheren Steuereinnahmen hatte, stellte eine massive Flotte zusammen. Die gemeinsame Flotte des Ostens und des Westens war eine der größten, die jemals in der Antike zusammengestellt wurde. 1100 Schiffe segelten 468 nach Afrika. Geiserich war gegen eine solche Macht machtlos und bat um Frieden. Der unfähige oströmische Marinekommandant Basiliskus war für die Flotte verantwortlich, während Marcellinus mit einer anderen Flotte von Sizilien aus angreifen würde. Geiserich bat um Zeit, um die Kapitulation vorzubereiten und die römischen Bedingungen anzunehmen.
Übermütig ankerte Basiliskus die Flotte am Kap Bon, aber natürlich wurde Geiserich, der gerissene Bastard, den er war, nur für die Zeit verantwortlich gemacht. Er hatte eine Flotte von Sprengschiffen vorbereitet, die er auf die römische Flotte losließ, sobald der Wind sich gedreht hatte, und zerstörte und versenkte mehr als die Hälfte der römischen Flotte. So endete dieser D-Day der Antike in einer Katastrophe für die Römer durch die Torheit eines unfähigen östlich-römischen Marinekommandanten. Dies ruinierte das oströmische Reich, das von diesem Zeitpunkt an völlig unfähig war, dem Westen zu helfen. Und dies schwächte Anthemius stark, machte aber Ricimer stärker. Anthemius brauchte einen Sieg, aber nach der Katastrophe gegen die Vandalen war die Staatskasse fast leer. Er rekrutierte die Vereinigtes Königreich unter ihrem König Riotamus, um gegen die Westgoten und ihren König Eurich zu kämpfen. Riotamus ist ein möglicher Kandidat, der legendäre König Arthur zu sein. Darüber werden wir in einem anderen Video sprechen. Aber Riotamus wurde besiegt und floh zu den Burgundern in die Stadt Avalon, ein Name, der auch aus der Arthur-Legende bekannt ist. Also rekrutierte Anthemius mit den wenigen Mitteln, die ihm noch übrig waren, eine Armee und schickte seinen Sohn Anthemiolus zusammen mit einigen anderen Generälen, um dieses Heer gegen Eurich und seine Westgoten zu führen. Aber auch dieser Plan scheiterte, und sie wurden alle von den Westgoten bei Arelate getötet. Dies war ein weiterer brutaler Schlag für Anthemius. Er verlor nicht nur seinen Sohn, sondern eine weitere Armee wurde zerstört, und die Hoffnung, Spanien zurückzuerobern, war nun verloren. Im Jahr 470 ließ Anthemius Romanus einen Freund von Ricimer wegen Hochverrats hinrichten. Obwohl Ricimer mit Anthemius' Tochter Alypia verheiratet war, hinderte dies nicht an einem offenen Bruch zwischen den beiden. Dies führte zu einem Bürgerkrieg, was völlig üblich im späten römischen Reich war, und Ricimer belagerte Rom im Jahr 472. In diesem Video hier habe ich ausführlich über diese ziemlich unbekannte Plünderung gesprochen. Anthemius hat leider verloren, seine Truppen wurden besiegt, Rom wurde von Ricimers Barbaren verwüstet und geplündert, und Anthemius suchte Zuflucht in einer Kirche in Rom, wurde aber von Gundobad, einem Verwandten von Ricimer, entdeckt und getötet. So starb Rom letzte Hoffnung auf Wiederherstellung, wieder einmal von Ricimer initiiert. Mit dem Tod von Anthemius war auch der Tod von Rom besiegelt, und nur 4 Jahre später würde das, was vom Weströmischen Reich übrig war, aufgelöst. Wenn Sie wissen möchten, wie Rom zu Anthemius' Zeiten aussah, schauen Sie das Video oben rechts. Interessieren Sie sich mehr für das Aussehen von Konstantinopel, sehen Sie das Video unten rechts. Ich sage nochmals Dank an alle Freunde der römischen Geschichte, Grazias Amici Römisches Reich und Bene Vale.